Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 10 Jahre ist es her, dass der Vertrag von Lissabon, also die vertragliche Grundlage für die EU von heute, verabschiedet wurde. Außenpolitisch war damals das Ziel, möglichst häufig mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben das Amt der Hohen Vertreterin geschaffen, einer de facto Außenministerin der EU, die aber leider nicht so heißen darf, und einen Europäischen Auswärtigen Dienst. Unser Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, ist, anders als der Antrag der Grünen, der sehr breit angelegt ist und viele Aspekte umfasst, ganz genau konzentriert auf diesen Aspekt, die Instrumente. Das ist der Punkt, um den es uns heute geht. Sind die Instrumente ausreichend, um das zu erreichen, was wir uns 2009 vorgenommen haben? Wir Freie Demokraten sagen ganz klar nein, sie reichen nicht aus. Es ist höchste Zeit, dass wir Europas Handlungsfähigkeit tatsächlich verbessern und das Amt der Hohen Vertreterin endlich stärken. Wie sah die Welt 2009 aus? Barack Obama wurde gerade zum Präsidenten der USA vereidigt und die transatlantischen Beziehungen waren eitel Sonnenschein. 2009 war die Wirtschaft der EU noch dreimal so stark wie die Chinas. Von diesem Vorsprung ist nichts mehr übrig. 2009 flammte gerade mal wieder der Gaskonflikt zwischen Russland und Ukraine auf. Heute haben wir einen fast schon heißen Krieg zwischen beiden mit russischen Truppen in verschiedenen Territorien der Ukraine. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können uns nicht aussuchen, in welcher politischen Zeit wir leben. Aber wir haben die Wahl, die besten Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben. Deshalb müssen unsere Instrumente auch außenpolitisch der EU auf den Prüfstand. Dass jeder einzelne Staat Nein sagen kann, wenn es um die Außenpolitik der EU geht, das war ursprünglich einmal, schön gedacht in der Theorie, als Schutz gedacht, als Schutzmechanismus, vielleicht sogar als Anreiz zur Einstimmigkeit. Aber nein, die Praxis zeigt uns doch, dass die Einstimmigkeit genutzt wird, um von innen zu blockieren und von außen zu spalten. Ja, geradezu diese Einstimmigkeitsregel in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, sie wurde regelrecht zur Bedienungsanleitung für Blockierer. Blockierer von innen und Spalter von außen. Wenn wir allein denken an diesen schwarzen Montag der Außen- und Sicherheitspolitik, den wir kürzlich hatten, als Italien die Einstimmigkeit bei Venezuela blockierte, Ungarn die Einstimmigkeit bei einer wichtigen Migrationsdebatte und so weiter und so fort und alles an einer Sitzung. Das Resultat, die Europäische Union ist in Frage der Außenpolitik, bringen wir es auf den Punkt, gelähmt. Und das Fazit ist für uns Freie Demokraten, wenn wir das Ziel des Lissabonner Vertrags erreichen wollen, nämlich nach außen mit einer Stimme zu sprechen, dann müssen wir jetzt tätig werden. Und hier geht die Forderung ganz klar an die Bundesregierung. Nach der Wahl, bei der Schaffung der neuen Kommission, ist die große Chance, die darf nicht verspielt werden, die große Chance, endlich die Hohe Vertreterin für alle Bereiche der europäischen Außenpolitik zuständig zu machen, also zum Beispiel auch für die europäische Nachbarschaftspolitik. Die Hohe Vertreterin sollte endlich mal befreit werden von dem Berg der administrativen und politischen Aufgaben, die sie heute hat und die sie runterziehen. Wir müssen denn so mutig sein, ihr das zu geben, was ihr 2009 verweigert wurde, nämlich politische Stellvertreter. Wie will das Auswärtige Amt seine Arbeit machen, ohne Herr Staatsminister, die drei Staatsminister, drei sind es inzwischen, zwei waren es früher. Also es gibt viele Gründe, politische Stellvertreter zu haben. Und unsere Bundesregierung ist ein guter Beweis dafür, dass das, unabhängig davon, was genau damit gemacht wird, in der Theorie auch sinnvoll ist. Die Hohe Vertreterin jedenfalls, und das ist nicht scherzhaft gemeint, die Hohe Vertreterin hat, so wie sie heute angelegt wird, Beton an den Beinen und kann gar nicht diesen Erfolg haben, den wir eigentlich von ihr erwarten. Also, wir müssen ran, auch an das Einstimmigkeitsprinzip. Das geht, Artikel 31 des EU-Vertrages lässt das zu. Und ich sage es nochmal ausdrücklich, weil wir gerade von rechts außen gehört haben, Souveränitätsübertragung, gemeinsame Abstimmungen, das ist alles sehr wohl im Grundgesetz angelegt. Von Anfang an war die Integration und auch die schrittweise Übertragung von Souveränitäten im Grundgesetz auch angelegt. Daran hat kürzlich Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle in einem wichtigen Aufsatz erinnert. Also, wenn wir die EU als Akteur stärken wollen, dann müssen wir jetzt darauf sorgen, dass wir nicht zum Spielball fremder Mächte werden, sondern die EU stärken. Und deshalb schlagen wir vor, mit diesem Antrag werden wir tätig. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank, Michael Link. Nächster Redner, Tobias Pflüger für die Fraktion Die Linke.